Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir hätten ja diese Tagung lieber unter anderen Rahmenbedingungen durchgeführt, hat das auch anders geplant. Jetzt ist manches anders geworden und so habe ich mir kurzerhand überlegt, wir haben das besprochen, dass ich das Thema auch aktualisiere und anpasse, das heißt nicht das ursprüngliche Thema Ihnen jetzt vortragen möchte, sondern ein Thema, das uns alle jetzt gerade betrifft, unter dessen Bedingungen wir ja auch alle ein bisschen leiden. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Dieses Zitat stammt von einem jüdischen Schriftsteller zur Zeit der Weimarer Republik, Kurt Tucholsky. Er war zu seiner Zeit in einer Minderheitenposition. Der ultralinke Standort, den er eingenommen hatte, war eher dünn besetzt und die Mehrheit neigte eher den gemäßigten bis rechten bis ultrakonservativen Kräften aus dem bürgerlichen Lager zu. Wenn wir Parallelen ziehen wollten zu Tucholskys Außenstelle heute, könnten gerade die rechten und rechtskonservativen Positionen hier herangezogen werden. War es damals sehr unbequem und fand es keinen Beifall, gegen die Mehrheit aufzustehen, sich in Widerspruch zum Mainstream zu stellen, so finden sich die Konservativen heute in einer ähnlichen Situation vor. Sie werden bestenfalls belächelt, verfemt, der Aushöhlung des Rechtsstaats bezichtigt, man verteilt Sprechverbote, freie Meinungsäußerung scheint in Gefahr. Die aktuelle Debatte um die Corona-Verordnungen hat die Polarisierung der Gesellschaft befördert, an die Ränder. Der Ton wird rauer, die Aktion und Reaktionen heftiger. Mit dem Vortrag wird der Versuch unternommen, die aktuelle Entwicklung auf der Folie der historischen Linien, die zu diesem umstrittenen Ermächtigungsgesetz damals geführt haben. Ich möchte hier aus historischer Perspektive analysieren, Parallelen und Unterschiede aufzeigen und destillieren. Und ich hoffe, dass mein Beitrag eine Hilfe zur Versachlichung leistet. Und vielleicht kann diese Reflexion aus der Geschichte heraus zur Klärung dienen. Am Ende steht dann die Frage nach der eigenen Selbstvergewisserung und auch der Standortbestimmung und der Überlegung, wie wir als wache Bürger für Freiheit und Selbstbestimmung mutig und wirkmächtig eintreten können. Krisenzeiten sind gute Zeiten für die Mächtigen. Instabile, unsichere Verhältnisse verhelfen Machthungrigen zu Popularität, zu Anerkennung. In krisenhaften Zeiten sind Führer gefragt, die energisch und durchsetzungsfähig aus der Krise führen können. Die Zeit der Weimarer Republik war ein gedeihlicher Nährboden für Machtwachstum. Und wir leben heute auch in einer krisenhaften Zeit. Auslöser ist dieses kleine, unsichtbare Virus, das eine krisenhafte Situation ausgelöst hat. Wir kommen zu unserem ersten Punkt, die historische Reflexion. Ich habe drei große Blöcke aufgeteilt. Zunächst einen Blick aus der Geschichte heraus, aus der Weimarer Republik, der Weg in den Nationalsozialismus, in die Diktatur. Und dann machen wir einen Sprung in unsere Gegenwart. Was finden wir denn heute vor, über welche Maßnahmen und welche Proteste? Und dann in einem weiteren Schritt zu einer Analyse und Vergleich damals und heute zu kommen. Und in einem dritten Teil Grundrechte im Spannungsfeld Freiheit und Sicherheit, ein paar kurze Impulse zu einer theoretischen Überlegung. Starten wir mit unserer historischen Reflexion. Der Begriff des Ermächtigungsgesetzes, der Ihnen auch in den Foren kursierte, er ist historisch konnotiert mit der Machtergreifung Hitlers.
Was war dieses Ermächtigungsgesetz? Wie kam es zustande? Welche Situation ermöglichte dieses Gesetz überhaupt und welche Parallelen zur Gegenwart sind erkennbar? Was war die Ausgangslage? Die Weimarer Republik. 1919, die Geburtsstunde der ersten demokratischen Republik Deutschland. Am 11. August tritt die Weimarer Reichsverfassung in Kraft. In dieser Verfassung ist der sogenannte Artikel 48 enthalten, der sogenannte Notstandsparagraf. Dieser Notstandsparagraf war ein Notinstrument im Fall der Gefährdung einer nationalen Sicherheit. Dieser Artikel 48 war kein Freibrief, es war ein Instrument für Krisenzeiten. Dieser Artikel war sehr allgemein gehalten und sollte eigentlich durch ein Gesetz dann entsprechend näher konkretisiert werden. Dieses Gesetz wurde aber niemals erlassen, es blieb bei diesem Paragraphen. Soweit die Ausgangslage. Es gibt für diesen unseligen Jahrestag Ermächtigungsgesetz am 30. Januar 1933 eine Vorgeschichte. Es ist die Geschichte des inneren Zerfalls der demokratischen Ordnung, eine Krise. In den Jahren der Weimarer Republik waren zunehmend stabile Koalitionsbildungen, Regierungsbildungen nicht mehr möglich. Die Gräben waren zu tief und es war eine Art Deadlock-Situation entstanden. Und so wurde ab 1930 eine Art Präsidialrepublik, Präsidialkabinette gebildet. Mithilfe dieses Artikels 48, diesem Notstandsparagraphen, versuchte man, diese Regierungskrise zu meistern, irgendwie handlungsfähig zu bleiben. Man schöpfte also die Verfassung aus. Allerdings war es die Ultima Ratio, das letzte Mittel, um Schlimmeres zu vermeiden, vielleicht gar in einen Bürgerkrieg zu geraten. Und so gab es bereits schon drei Präsidialkabinette, die versuchten, mit diesem Artikel 48 irgendwie die Geschäfte aufrechtzuerhalten oder auch vielleicht aus dieser Krise herauszukommen. Am 30. Januar 1933, der Weg in die Diktatur. Adolf Hitler wird Reichskanzler. Der Reichspräsident Hindenburg hatte Hitler zum Reichskanzler, also praktisch Klappe 4, ne, der nächste, der vierte, zum Reichskanzler ernannt. Das war nicht unbedingt notwendig, aber es war auch nicht unlogisch. Er war der Vorsitzende der stärksten Fraktion im Reichstag. Insofern war es ein gewisser Schritt, den er einfach vollzogen hatte. Am 5. März dann die Wahlen und es gab mit dem Wahlergebnis eine knappe Mehrheit der Partei der NSDAP. Zwei Wochen später, am 23. März 1933, Reichstagssitzung in der Grolloper. Also das Parlament trat zusammen in der Grolloper deshalb, weil der Reichstagsbrand ein paar Tage vorher abgebrannt war und so wich man aus in diese Grolloper. An diesem Tag legte Hitler ein Gesetz zur Abstimmung vor. Und zwar das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Also ein Gesetz, um aus dieser krisenhaften Situation endlich herauszukommen. In diesem Gesetz war der Vorschlag, die Übertragung der legislativen Befugnisse auf die Regierung, also weg vom Parlament, auf die Regierung zu übertragen. Zunächst befristet auf 4 Jahre, auf die Zeit der Wahlperiode. Im Kern bedeutete dies eine enorme Erweiterung der Machtkompetenzen des Parlaments, der Regierung, weg vom Parlament zu der Regierung. Im Sinne der Erhaltung von Sicherheit und Ordnung, Erreichung von Stabilität. Also das Parlament sollte somit ausgeschaltet werden, die legislative Gewalt von Parlament auf Regierung übertragen werden. Mithilfe der Stimmen der Zentrumspartei, der katholischen konservativen Partei,
erreichte er die notwendige Mehrheit. Das heißt, gewissermaßen entmachtete sich das Parlament selbst. Mutige Gegenstimmen kamen nur aus den Reihen der SPD. Was war das für ein Szenario? Ein Zeitzeuge berichtet, der SPD-Abgeordnete Wilhelm Högner erinnert sich. Als wir uns daraufhin in kleinen Gruppen zur Krolloper begaben, fanden wir den weiten Platz davor mit schwarzen Menschenhaufen bedeckt. Wilde Sprechchöre empfingen uns. Wilde Sprechchöre empfingen uns und begleiteten uns. Wir wollen das Ermächtigungsgesetz, sonst gibt es Feuer. Junge Burschen, Hakenkreuzabzeichen an der Brust, musterten uns frech, versperrten uns hier den Weg und riefen uns Schimpfworte wie Zentrumsschwein oder Marxistensau zu. Es war ein richtiges Spießrutenlaufen. In der Krolloper wimmelte es von SA und SS. Wir erfuhren in der Garderobe, dass Severing beim Eintritt in das Gebäude verhaftet worden war. Im Lauf der Sitzung wurde er dann allerdings wieder freigelassen. Der Sitzungssaal war mit riesigen Hakenkreuzfahnen und ähnlichem Zierrat ausgeschmückt. Diplomatenlogen und Zuhörerränge waren überfüllt. Unsere Plätze befanden sich auf der äußersten Linken. Als wir sie eingenommen hatten, stellten sich SA- und SS-Leute an den Eingängen und Wänden hinter uns im Halbkreis auf. Ihre Mienen ließen nichts Gutes erwarten. Das Parlament wurde mit massiven Drohgebärden gewissermaßen in die Knie gezwungen. Man machte deutlich, man würde auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Mit diesem sogenannten Ermächtigungsgesetz hatte Hitler den Rechtsstaat gewissermaßen auf dem Boden der Verfassung ausgehöhlt und letztlich aus den Angeln gehoben. Was dann passierte, ist beispiellos. Der Weg in die Diktatur in einem unglaublichen Tempo vollzog dann Hitler eine Maßnahme nach der anderen. Eine Woche später, das erste Gesetz zur Gleichschaltung der Länder am 2. April dann nochmal nachgelegt. Es bedeutete einschneidende Maßnahmen zum Umbau der gesamten Systemarchitektur. Das föderale System, der bundesstaatliche Charakter als Republik, sollte ersetzt werden durch Zentralisierung, Machtkonzentration, Machterweiterung. 3 Monate später ein Parteiensystem. Die Selbstauflösung der Parteien wurde angeordnet. Es gab sowieso ein Parteiverbot von SPD und KPD und am 14. Juli dann ein Gesetz gegen die Neubildung von Parteien. Also es lief darauf hinaus, die Einheitspartei ist die NSDAP. Das bedeutet eine umfassende Zentralisierung, Machtkonzentration auf allen Ebenen der Politik und Administration. Freie Wahlen wurden zur Farce. Ein Jahr später, am 2.8.1934, der Tod des Reichspräsidenten Hindenburg. Hindenburg starb eines natürlichen Todes, er war schon alt, aber das bot Hitler die ideale Gelegenheit, eine Personalunion zu bilden. Die Vereinigung dieser beiden Ämter, Reichspräsident und Reichskanzler in einer Person, in Hitler, eine enorme Ausweitung noch einmal seiner Machtfülle. Schauen wir noch mal kurz hin, der Weg in die Diktatur. Angefangen 23. März, dieses Ermächtigungsgesetz, bis hin etwas ein gutes Jahr später, diese Personalunion, also die ganze Machtfülle vereinigt in dieser einen Person bzw. dieser einen Partei. Der Weg in die Diktatur 1933. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir machen jetzt einen Sprung in die Gegenwart, eine Chronik 2020 der letzten 9 Monate.
Bereits im Februar wurde ein Krisenstab einberufen durch das Gesundheitsministerium mit Jens Spahn, Innenministerium Seehofer. Man spürte, hier war etwas im Gange, es würde sich eine Krise vermutlich anbahnen. Keiner wusste so richtig, was passieren würde. Und so hat man schon erste Beschlüsse über einen Maßnahmenkatalog gefasst. Am 25. März, nachdem die WHO die Pandemie erklärt hatte, erstellte dann der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Am 27. März, also auch sehr kurzfristig, wurde das erste Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite befristet bis 31. März 2021 beschlossen durch den Bundestag. Am 27. März, am selben Tag, eine Sondersitzung des Bundesrats mit Zustimmung, am nächsten Tag Auswertung, Verkündigung im Bundesgesetzblatt, damit rechtskräftig. Mit diesem Gesetz erhielt der Gesundheitsminister Sonderbefugnisse, um Verordnungen erlassen zu können, auch teilweise ohne Zustimmung des Bundesrats. Es sollte also mittels Verordnungen Maßnahmen erlassen werden. Der übliche Gang der Gesetzgebung war damit nicht mehr notwendig. Mittels Verordnungen wurden dann Grundrechte eingeschränkt. Bestimmte Bereiche fielen in die Kompetenz des Bundestages und Handlungsspielräume der Ministerpräsidenten der Länder wurden eingeschränkt. Die Ministerpräsidenten reagierten verärgert, manche machten dann Alleingänge in ihren Ressorts. Wir haben vielleicht die Bilder im Kopf, wie sich vor allem der bayerische Ministerpräsident dann hier stark machte und auf der anderen Seite Laschet. Und die Bundeskanzlerin spürte wohl, dass es sich hier irgendwie um dass man möglichst zu einheitlichen Vorgehensweisen finden sollte. Und es wurden in der Folge eine Vielzahl von Runden gedreht. Nach dem ersten harten Lockdown gab es dann Richtung Frühjahr auch gewisse Lockerungen, bis hin dann zum Juni, Mitte Juni etwa, wo dann schon fast wieder schon eine Art Normalität hergestellt wurde unter bestimmten Auflagen. Bereits aber im Herbst, nach der Sommerpause, den Sommerferien und auch als die Zahlen auch wieder anzogen, wurde deutlich, es müssen weitere Maßnahmen her. Im Oktober preschte Gesundheitsminister Jahn etwas vor. Er plante schon ein Gesetzesvorhaben, das im Fall eben dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite umfangreichere Eingriffe erlauben sollte. Er wollte sich damit noch einmal einen Freibrief holen, um eben Befugnisse zu haben für schnelle Handlungsoptionen, ohne diese langwierigen Entscheidungsprozesse durch Parlamente und Länder. Spätestens hier wurden dann schon Einwände und Proteste laut und das Schreckgespenst Ermächtigungsgesetz kursierte in den Foren. Spahn musste auch etwas zurückrudern. Zunächst kam es aber dann zu einem Bund-Länder-Beschluss über diesen zweiten Lockdown-Light mit einschneidenden Kontaktbeschränkungen ab dem 2. November. So in diesem Segment befinden wir uns jetzt gerade. Am 3. November legte dann Spahn dieses dritte Gesetz, diese Änderung als Entwurf im Bundestag vor. Er erntete damit viel Kritik. Es ging um die Frage der Verhältnismäßigkeit und der Vorgehensweise. Grundsätzlich sind Grundrechtseinschränkungen bei einem nationalen Notstand verfassungsrechtlich verankert. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit ist allerdings strittig. Dazu später noch eine Stellungnahme des Ethikrats. Die Übertragung von legislativen Befugnissen auf die Exekutive ist bedenklich. Und auch die Übertragung von Befugnissen auf Bundesebene unter Ausschaltung der Länderebene. Maßnahmen sollten per Gesetz
umgesetzt werden und nicht mit Verordnungen. Dieser Entwurf gestand der Exekutive, sprich der Bundesregierung und besonders dem Gesundheitsminister, zu viel Eigenmächtigkeit zu, enthielt viele handwerkliche Fehler und so weiter. Dieser Entwurf wurde dann auch von einer Stellungnahme der Ruhr-Universität von einer Juristin, Dr. Andrea Kiesling, überarbeitet. Sie wies auf eine ganze Reihe von Kritikpunkten und handwerklichen Fehlern hin. Trotzdem kam dann am 18. März kam es dann zur Verabschiedung, ja, es lag vor zur Verabschiedung, wurde dann mit 413 Ja-Stimmen, 235 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen dann verabschiedet und durchgewinkt. Am selben Tag wieder eine Sondersitzung des Bundesrats mit 49 Ja-Stimmen. Auswärtige Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten. Kommentar des Deutschlandfunks: Es war ein Hau-Ruck-Verfahren ohne Not. Und so kam es zu diesem Bund-Länder-Beschluss eben ab dem 20. Dezember, jetzt auf Weihnachten hin erneut, auf das wir jetzt gerade zusteuern. So viel in einem sehr groben Überblick, welche Maßnahmen wurden getroffen auf diesem Weg der letzten Monate. Schauen wir hin auf die Proteste. Schon Anfang April gab es erste Proteste und am 9. Mai Großdemonstrationen in Stuttgart, München, Berlin, Dortmund, an verschiedenen Städten. In der Folge gab es immer weitere größere oder kleinere Demonstrationen. Am 1. August dann eine Großdemonstration in Berlin mit über 30.000 Teilnehmern. Ende August noch einmal eine Großdemonstration am 7. November in Leipzig mit über 45.000 Teilnehmern. Und am 18. November, dieser Tag, an dem eben im Bundestag über diesen Beschluss abgestimmt werden sollte, eine Demonstration vor dem Bundestag. An diesem selben Tag auch diese Störaktion im Bundestag. Es war der Auftritt einer AfD-Rechtsaußenaktivistin gegen den Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Diese Aktivistin, die ehemals ganz am linken Rand angesiedelt war und jetzt die Seiten gewechselt hat, so eine Grenzgängerin, die gerne massiv aufhetzt und auftritt. Man kann sich dieses Video im Internet anschauen und ihr Verhalten ist kein gutes Beispiel und kein Vorbild für einen respektvollen und angemessenen Umgang mit Andersdenkenden. Der AfD-Vorsitzende Gauland entschuldigte sich auch und kündigte Disziplinarmaßnahmen an. Die Brandbeschleuniger in diesen Szenarien sind die Medien. Dieser Vorfall im Reichstagsgebäude wurde dann auch willig ausgeschlachtet. Eilig wurde dieses zugegebenermaßen aufdringliche und unverschämte Auftreten dieser Aktivistin als Einschüchterungsversuche, Drohgebärden etikettiert. Hier werden Bilder evoziert, Assoziationen an das martialische Auftreten der SS, der Schlägertrupps, geknüpft. Die Herstellung solcher Bilder ist absichtsvoll und sachlich unangemessen. Die Demonstranten liefern allerdings auch den Zündstoff dazu. Am 21. März diese Querdenken-Demonstration in Hannover. Eine junge Aktivistin zog den Vergleich zwischen Sophie Scholl und ihrem Leiden anlässlich der Corona-Maßnahmen. Das gefühlte Leiden der Grundrechtseinschränkungen. Die Rechtsgüter, die hier zum Vergleich gebracht werden, müssen abgewogen werden. Die Meinungsfreiheit hierzulande ist nicht grundsätzlich in Gefahr. Bei kritischen Meinungsäußerungen drohen uns weder Todesstrafe, Haft oder massive Freiheitsbeschränkungen. Demonstrationen, Flugblattaktionen, auch öffentliche Auftritte gegen die Regierung, Kritik,
sind grundsätzlich erlaubt und möglich. In Zeiten des Nationalsozialismus undenkbar. Sophie Scholl und ihr Bruder unternahmen nachts heimlich, verdeckt Plakataktionen und Flugblattaktionen. Sie setzten sich einem hohen Risiko aus und sie bezahlten es am Ende mit ihrem Leben. Mit heutigen Verhältnissen ist das einfach nicht vergleichbar. Kommen wir zu Analyse und Vergleich. 1933, der Weg in die Diktatur und wo wir heute stehen. Ich habe hier mal so 5 Unterkategorien unter dem großen Begriff Machtkonzentration, Machterweiterung gebildet. Gewaltkonzentration. Der Aufmarsch der SA und SS-Leute in der Krolloper zeigte die Bereitschaft an, auch nicht vor Anwendung der Gewalt zurückzuschrecken. Die oppositionellen Kräfte sollten mit derartigen Einschüchterungsversuchen zum Schweigen gebracht werden. Die Drohung, Widerstand hat Folgen und wird bestraft, stand unmissverständlich im Raum und man wusste, man kannte diese Schlägertrupps, dass sie es auch tun würden. Die Verabschiedung des Gesetzes am 18. November erfolgte nach anständigen demokratischen Gepflogenheiten. Die Sprecher der verschiedenen Parteien erhielten jeweils ihre Redezeit. Es kam zu keinen massiven Störungen oder Ausschreitungen und die Abstimmung verlief ordnungsgemäß. Also ein Vergleich mit dem Vorgang 1933 hält nicht stand. Es gab auch weder im Vorfeld noch im Anschluss daran irgendwelche militärischen, paramilitärischen, polizeilichen Aktionen, keine gewaltbereiten, armierten Truppen. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Vorhaben wurde und wird bis jetzt nicht eingesetzt. Zentralisierung. März 1933, die Auflösung der Länder und Länderparlamente, die Bildung einer Zentralregierung. Mit der Machtübernahme hatte Hitler die Machtverteilung im föderalen System völlig ausgehebelt. Die Auflösung der föderalen Struktur in Deutschland ist eine der tiefsten Zäsuren in der Geschichte. Seit dem Ausbruch der Epidemie fielen nun besondere Bereiche dem Bundesgesundheitsministerium zu. Verordnungen konnten ohne Zustimmung des Bundesrats erlassen werden. Das wurde moniert, nicht zu Unrecht. Diese Maßnahmen sind aber auf konkrete Fälle beschränkt. Eine Auflösung der gesamten Systemarchitektur ist nicht in Sicht. Die Personalunion. Die wichtigste Position hatte in der Weimarer Republik der Reichspräsident, beispielsweise die Auflösung des Parlaments, Oberbefehl über Heer und so weiter. Er hatte weitreichende Machtfülle. Und diese Vereinigung von diesen beiden letztlich wichtigsten Ämtern, Präsident und Kanzler, in einer Person jetzt zu verschmelzen, war eine unglaubliche Machtkonzentration. Vergleichbar heute, nicht deckungsgleich, aber vielleicht vergleichbar heute, wäre, wenn jetzt bei uns Kanzler und Präsident in einer Person, in dem Fall bei Frau Merkel, sich vereinigen würde, wenn also Frau Merkel nun diese beiden Ämter komplett innehaben würde. Völlige absurde Idee, davon ist keine Rede. Schauen wir die Akteure näher an. Hitler und seine Genossen hatten bereits im Vorfeld einen deutlichen Fußabdruck hinterlassen. Man konnte erahnen, welche politischen Ambitionen und Ziele sie verfolgten. Man konnte vielleicht nicht erkennen, zu welchen martialischen Ausuferungen es kommen würde. Aber eine grobe Einschätzung war möglich. Sie waren keine unbeschriebenen Blätter. Die Akteure in unserer politischen Arena sind ebenfalls keine unbeschriebenen Blätter. Es wäre völlig absurd, Angela Merkel oder Jens Spahn mit Hitler vergleichen zu wollen. Die Wertschätzung der Kanzlerin zu demokratischen Grundwerten ist meiner Meinung nach unhinterfragt.
Ein letztes, die Grundrechte. Mit dem Ermächtigungsgesetz 1933 waren die Grundrechte ausgehebelt. Freie Meinungsäußerung wurde im Keim erstickt. Anstelle einer offenen, auch kontrovers geführten Debatte regierte Terror und Gewalt. Eine Entscheidung zum Widerstand war eine Entscheidung, das Risiko des höchstmöglichen Schadens in Kauf zu nehmen. Die Grundrechte nehmen auch im Bewusstsein der Deutschen einen hohen Stellenwert ein. Und diese Debatte gerade um diese Werte ist erneut aufgeflammt. Einen Notstandsparagrafen wie Artikel 48 enthält unser Grundgesetz gar nicht. In den 60er Jahren flammte eine Diskussion um Notstandsgesetze auf und im Juni 1968 wurden tatsächlich bestimmte Notstandsgesetze auch in unserer Verfassung aufgenommen, allerdings bis dahin niemals angewendet worden. Also die Grundrechte sind jetzt teilweise eingeschränkt, aber das ist noch keine komplette Aushöhlung unserer Verfassung. Ein Fazit. Der Auslöser für diesen meinen Beitrag hier war die Entwicklung dieser Vorgänge, die nun der Bundesregierung, insbesondere unserem Gesundheitsminister, eine Machtfülle zu erkennen, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmalig ist. Die Ausrufung eines nationalen Notstands ist ein Novum in der Geschichte. Wir haben jetzt diese Thematik Notverordnung aus historischer Perspektive beleuchtet. Die Verwendung des Begriffs Ermächtigungsgesetz im Zusammenhang mit unserer Lage scheint mir weder hilfreich noch angemessen. Dieser Begriff ist eindeutig konnotiert und auch im Bewusstsein der Deutschen fest verankert. Unser freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat ist noch nicht morsch geworden. Und wenn wir uns in der Sache Gehör verschaffen wollen, sollten wir solche Druckpunkte klugerweise vermeiden. Es dient am Ende unserem eigentlichen Anliegen nicht. Die Machtergreifung Hitlers war das Ergebnis eines längeren Prozesses. Die Erosion des Vertrauens in den demokratischen Staat, so der Historiker Winkler. Also gibt hier eine Vorgeschichte und eine Entwicklung. Aber die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung befördern die Erosion des Vertrauens in unseren demokratischen Staat. Die Bundesregierung ist dabei, die Risse im Gefüge selbst zu schlagen. Mit dem Vorpreschen, im Grunde genommen unnötig, brüskieren und befremden die Mächtigen, allen voran der Gesundheitsminister. Es gibt eigentlich keinen triftigen Grund dafür, solche Maßnahmen in dem Tempo und auf diese Weise zu ergreifen. Der eifrige Minister wurde ja nun auch zum Teil zur Ordnung gerufen, erntete Kritik. Das heißt, noch halten die demokratischen Stützen. Wir befinden uns noch nicht auf der Talfahrt in eine autoritäre Diktatur. Wir finden uns aber in einer emotional sehr aufgeheizten Klima vor. Eine Sachdebatte ist kaum mehr möglich. Und wir sehen die Gefahr, in eine Meinungsdiktatur zu geraten. Konträre Meinungen werden mit rechtsradikal, Nazi-Gesinnungen, Verschwörungstheorien und so weiter etikettiert. Und damit wird eigentlich die Polarisierung an die Außenränder noch befördert. Es sind Wutbürger aus dem rechten und dem linken Lager. In der Mitte gibt es eine schweigende, duckende und verunsicherte Mehrheit. Die Grundrechte, das höchste Gut der Verfassung. Noch einige kurze theoretische Überlegungen dazu. In konkreten Situationen geraten Grundrechte in Konflikt. Es kommt zu einer Güterabwägung zwischen der Beachtung und Wahrung der individuellen Rechte und
nationaler Sicherheit und Stabilität. Grundrechte sind nichts Statisches. Sie sind in einem steten Aushandlungsprozess und sie müssen in der jeweiligen Situation in eine Balance gebracht werden. Aber in Krisenzeiten geraten sie eben in einen Interessenkonflikt. Bei unserer innergesellschaftlichen Debatte werden nun Grundrechte auf beiden Seiten reklamiert. Die einen reklamieren ihre individuellen Freiheitsrechte wie Maskenverweigerung, Demonstrationen und so weiter. Die anderen fühlen sich in ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit direkt bedroht, weil ja diese Verweigerer nun potenzielle Spreader sind. Und dann gibt es noch die Interessen des Staates. Also wir merken, hier geraten die Grundrechte wirklich in einen Konflikt. Unsere individualistisch geprägte Gesellschaft hat Rechte und Ansprüche des Einzelnen in einem hohen Maß gestärkt. Die Wahrnehmung kollektiver Interessen und des Gemeinwohls werden den individuellen Ansprüchen eher untergeordnet. Das ist in anderen Kulturen, wie zum Beispiel China, ganz anders. Dort hat das Gemeinwohl einen viel höheren Stellenwert als das persönliche, individuelle Befinden. Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat sich bereits im März in einem Interview dazu geäußert. Der Rechtsstaat hat eine Doppelfunktion. Als Garant der Freiheit der Bürger und der Gewährleistung ihrer Sicherheit mittels des staatlichen Gewaltmonopols. Also diese Balance zwischen Freiheit der Bürger und in den staatlichen Interessen, um hier einfach eine Sicherheit und Ordnung und einen Rahmen für alle zu gewährleisten. Der Staat und seine Gesetzgebung haben eine angemessene Balance von Freiheit und Sicherheit herzustellen. Insofern stellt die Corona-Pandemie sicherlich eine Herausforderung und einen Test für die rechtsstaatliche Demokratie dar. Also Hans-Jürgen Papier wies auf diesen Konflikt, in dem wir uns jetzt nun auch gerade befinden, bereits im März hin. Und auch im März äußerte sich der Ethikrat in einer Ad-hoc-Empfehlung zu Wort. Der Staat darf menschliches Leben nicht bewerten. Also das steht dem Staat zunächst mal nicht zu. Weiter, selbst in Ausnahmezeiten eines Notstands hat er nicht nur die Pflicht, möglichst viele Menschenleben zu retten, sondern auch und vor allem die Grundlagen der Rechtsordnung zu garantieren. Also auch hier geht es um diese Frage der Aushandlung einzelner Rechte und nationale Stabilität. Weiter im Text. Auch der gebotene Schutz des menschlichen Lebens gilt nicht absolut. Ihm dürfen nicht alle anderen Freiheits- und Partizipationsrechte sowie Wirtschafts-, Sozial- und Kulturrechte bedingungslos nach- oder untergeordnet werden. Ein allgemeines Lebensrisiko ist von jedem zu akzeptieren. So auch der Ethikrat. Wir müssen hier irgendwo einen Konsens finden und die verschiedenen Rechtsgüter und Grundrechte miteinander aushandeln. Die Grundrechte. Wachsame Partizipation der Bürger ist ein Kennzeichen vitaler Demokratie. Die Demokratie lebt von der Teilnahme der Bürger an der Demokratie. Die Abgeordneten sind Repräsentanten der Diversität der Gesellschaft. Ihre Aufgabe ist es, für diese Diversität einen Konsensrahmen zu schaffen, der dann von einer möglichst breiten Bürgerschaft auch mitgetragen wird. Was bedeutet das für uns als wachsame Bürger? Es geht angesichts dieses nationalen Notstands im Namen der Sicherheit um einen Aufruf, die Verflüssigung demokratischer Prinzipien nicht billigend in Kauf zu nehmen. Es geht um die Bereitschaft,
die in Gefahr geratenen Grundprinzipien der Machtverteilung und Machtbegrenzung zu verteidigen. Es geht um eine Sensibilisierung aus der apolitischen Haltung des Wegschauens zur wachsamen, aufmerksamen Beobachtung zu kommen und dem Gefühl der Ohnmächtigkeit entgegenzutreten. Es geht um eine Ermutigung, die Mühen des Widerstands, des Aufbegehrens mit all den unwirtlichen Folgen nicht zu scheuen. Mutig, unerschrocken, unbeugsam für die kostbaren Freiheiten unseres demokratischen Rechtssystems einzutreten und auch überbordenden, übergriffigen Maßnahmen entgegenzustellen. Was bleibt für uns als Christen? Christen sind zunächst aufgefordert, die Obrigkeit zu respektieren, zu akzeptieren und sich einzuordnen. Christen sind aufgefordert, für die Obrigkeit zu beten. Bevor wir Widerstand leisten und uns widersetzen, sollten wir intensiv für die Obrigkeit gebetet haben. Und ein drittes, gilt Gott mehr gehorchen als Menschen. Im Konflikt zwischen Gottes guten Ordnungen und menschlichen Ordnungen oder staatlichen Verordnungen gibt es eine klare Messlatte, Gott mehr zu gehorchen. Wo es nur um Konflikte zwischen meinen Vorstellungen und Wünschen und der Obrigkeit geht, ist die Messlatte ebenso klar. Wann es nun angesagt ist, Widerstand zu leisten, wird unterschiedlich bewertet. Wie weit man noch mitgehen kann, wann man sich verweigern muss. Aber ganz bestimmt kann die Messlatte nicht mein individuelles Befinden sein. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es vielleicht auch Fragen aus Ihrer Runde.